herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You. Und wir kämpfen uns nach oben sozusagen. Ich habe jetzt eine kleine Theorie. Und zwar, da es nicht auf oder nur auf Annahmen beruht, dann letztendlich würde ich sagen, wir machen jetzt hier auch Übungsspiele, damit wir mehr Karten bekommen. Und dann dementsprechend auch mehr skillen können. Ja, will ich. Weil ich denke, dass dieses Fertigsein nicht so viel damit zu tun hat. Oder wir machen es erstmal so, dass wir jetzt immer nur ein Trainingsspiel mit dazwischen noch zusätzlich machen, damit wir einfach noch viel mehr trainieren können. Gerade mal überspringen den Anstoß, beziehungsweise die Seitenwahl. Gegner sind dran. Man merkt aber auch langsam, dadurch, dass wir mehr zusammenspielen, die Laufwege funktionieren auch langsam besser. Das ist eine super gute Angelegenheit. Okay. Punkte Beweglichkeit. Ist aber kein Ding, das kriegen wir hin. Jawohl, Robinson, super. Zu Hermann, unsere Stürmerhoffnung. Gib weiter, gib doch zu Aubert ab, Mann. Oh, Scheißendreck. Leute, Leute. Ulrich, jawohl, so macht man das. Schön in der Hand behalten. Vor allen Dingen, die sind ja von der Klasse her höher als wir. Das darf man nicht vergessen. Holla, die Waldfee. Na komm, Frolov. Borges. Das ist so ein schöner kleiner Vorbereiter. Der arbeitet immer, der ist immer dabei und versucht den Ball zu verteilen. Das gefällt mir gut. Walter, super. De Doyle, der hält einfach mal drauf. Vom Mittelfeld aus. Aber ich meine, gerne sind schon manch andere Sachen daraus entstanden. Walter, Borges spielt nach hinten zu Frolov. Okay, jetzt setzt er nach vorne. Hermann, Hermann. Hermann schießt und... Ach, vorbei. Abseits auch noch. Besser geht's ja wohl nicht. Montanari. Okay, Leute. Wupp, wupp, wupp. Komm, komm. Jawohl, Robinson. Rosa, sehr schön. Carlini. Lauf, Robert, lauf. Schön gemacht. Komm, komm, Carlini und Hermann. Oh nein, wurde er abgedrängt. Es wäre so eine tolle Position gewesen, aber sie spielen sich auf jeden Fall gute Positionen raus. Das ist schon mal eine nette Angelegenheit. Nicht so viele Schüsse aufs Tor. Wir gucken mal kurz in die Statistiken rein. Nee, tatsächlich nicht, aber was soll's. Ach Hermann, nicht einfach uninspiriert draufhalten, wenn drei Leute vor dir stehen. Was soll denn das? Oh, 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 oh. Komm, komm, super. Klärt er zur Ecke. Schöne Defensivarbeit da. De Soto. Jetzt müssen wir aufpassen. Viel Gewusel hier. Humbert. Ach du Schande. Oh, drüber. Gott sei Dank. Komm, du machst das, mein Bub. Du machst es. Doyle. Oh, Obert hat ihn nicht mehr. Schade. Knapp war das. Baranov. Sie kombinieren ganz gut im Moment. Abgeblockt. Doyle, Ulrich, bring weit nach vorne. Komm, Junge, mach's. Doch nicht so. Also das klappt beim Ulrich noch nicht so gut, muss ich sagen. Komm. Jawohl, dafür hält er aber hier hinten den Kasten sauber. Das können wir meckern, wie wir wollen, denke ich. Der macht seine Sache schon ganz gut. Okay, schön geblockt. Und zwar die Gegner Einwurf, aber ich meine 0:0 wäre auch ganz gut. Weg damit. Jawohl, Frolov, Frolov. Jetzt macht das Spiel mal ein bisschen schneller. Walter, lauf. Oh, boah, nicht zurückgehen, Mann. Wer ist da vorne? Keiner. Scheiße. Und Montanari fischten aus der Luft. Oh Mann. Abpfiff. Egal, aber das Ziel, was wir wollten, haben wir erreicht. Wir haben 0:0 gespielt gegen eine höherklassige Mannschaft. Und wir haben Karten bekommen. Die setzen wir jetzt auch gleich ein. Ich würde sagen, die Karten aus dem Spiel, die nehmen wir für unsere guten Leute. Die aus dem Übungsspiel, die nehmen wir, um auch mal die zweite Reihe sozusagen zu verbessern. Doyle, der hat mir ganz gut gefallen. Dem spendieren wir mal ein bisschen was. Zwar 3 gegen 3 für Geschwindigkeit, beziehungsweise Pressing eher für Geschwindigkeit. Passen können wir auch nehmen, das sieht mir ganz gut aus. Nee, was kann man hier noch? Wirklichkeit nehmen wir das hier.
denke, das ist eine ganz nette Kombination. Pressing, Passen und Beweglichkeit. Schnelligkeit nahm spürbar zu, das ist doch schon mal super. Dann den Walter auch mal, der setzt sich immer ganz gut fürs Team ein. Genau. Machen wir so. Schießen nahm zu, Ausdauer nahm zu, Technik auch, Zähigkeit, Sprungkraft, alles so ein bisschen. Das passt schon. Dann gehen wir hier raus und lassen das Spiel dann als Pause, das nächste. Beziehungsweise, wir haben diese Woche jetzt schon ein Spiel, das ist ja interessant. Gut, gut, dann auf zum Stadion. Jetzt kommt's drauf an, der zweite gegen den fünften Platz. So, wupp, wupp, wupp. Geht. Taktik. Zonen. Ich muss gucken, ob ich das dauerhaft geändert hatte. Nein, hatte ich nicht. Das machen wir jetzt wieder ein bisschen kleiner. Machen wir mal so. Das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir nach wichtigen Spielern. Haben wir hier einen Arbeiter, einen Solist, einen Allrounder, einen Arbeiter. Was haben wir hier? Einen Zuspieler. Den Zuspieler, den halten wir mal im Auge. Nee, das passt. So. Und Anstoß. Mal gucken, was die Fans sagen. VfB Sturmreiter. Oh, 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 die sollen wohl gewinnen. Laut den Fans. Ich hoffe wohl nicht. Haben wir mal unsere schicken Trikots hier. Wir haben Anstoß. Das ist schon mal gut. Gut, Borges. Ich sag ja, der ist ein richtig guter Spieler. Den müssen wir auf jeden Fall auch ein bisschen supporten. Carlini. Es läuft gut im Mittelfeld. Auch wenn er jetzt einfach nur uninspiriert draufgehalten hat. Oh, 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 super doll. Das hat er gut gemacht. Aubert spielt zu Borges. Hermann, geh doch nicht zurück, du Depp. Bernard hat den Ball, aber Ulrich, der kriegt das so locker hin. Super. So, 1-1, was ein Scheiß, ey, das gibt's doch gar nicht, das kann ich gar nicht, das gibt's nicht, warum, ist hier jetzt der Ausgleich gefallen, das kann ja wohl nicht sein, los jetzt, Aubert, jawohl. Oh nein! Was macht ihr denn? Doch nicht faulen! Garcia? Leute! Lecomte! Schießen hoch rein! Frohloff macht die Sache aber klar! Okay, weiter! Super gemacht! Schön! Zu Rosa!
Mann, Aubert. Mann, Aubert, was machst du nur? Rosa! Oh Gott, Rosa holt ihn ja immer wieder, aber das, was er teilweise an Pässen spielt, ist schon unter aller Kanone. Hermann, schieß doch nicht von da! Das ist doch Sätze. Muss einfach besser gehen. Hermann! Oh Mann, beweg dich halt mal. Ulrich, super. Hast du gut gemacht. Der hält uns das Unentschieden hier fest. Jung, schießt wie ein Depp. Dann kann er auch von mir aus schießen. Na los jetzt, Ulrich. Ulrich, Ulrich. Oh, gut. Zum Glück keine Karte bekommen. Immerhin nur Einwurf, das ist auch schon mal was Gutes. Rosa. Man müsste noch so Noten haben für die Spieler, wie sie sich angestellt haben. Um so den Eindruck nochmal zu unterstützen. Abpfiff, okay. Leute, Leute, Leute. Ich sehe hier Auswechslungen auf uns zukommen. Und zwar werden wir den Walter wechseln. Gegen den Casco. Und den Cataneo wechseln wir gegen den Borges. Genau. Haben wir hier noch jemanden? Nehmen wir den Melon mal noch mit rein. Zwar für den Carlini. Der hat mir nicht so gut gefallen. Zweite Halbzeit. Los geht's. Bin ich mal gespannt. Normalerweise müssten... Okay, die haben Anstoß. Jetzt kommt es halt drauf an, ne? Letztendlich. Gut, Ulrich, sehr gut. Oh, gut geschossen. Der hat ihn nämlich nur abprallen lassen können. De Melo wurde gleich mal in die Zange genommen und hat nicht gut ausgesehen. Ulrich hat dafür den Ball ganz ordentlich rausgefischt. Oh nein! Bewegt euch, bewegt euch! Komm, 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 weg damit! Oh, zum Glück ist keiner dran gekommen. Das war ja peinlich, was da abgeht. Peinlich war das. Kasim? Frohloff? Komm Leute, ich habe euch ein paar frisches Blut reingespritzt hier. Schaut mal, dass ihr was macht, das gibt's doch nicht. Leute! Oh, 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 ja, Mann. Wow, was ein Tor. Ich glaub's nicht. Was ein Ding. Das war mit das beste Tor, was wir bisher geschossen haben. Das ist die Führung. Wir siegen. Und wer war's? Robinson macht die Vorlage. Und Cataneo, unser Einwechselspieler. Der Joker hat gestochen. So mustert. Ach komm schon, Junge, das war doch kein Foul. Was soll das? Konovalov, okay. Oh, Junge. Drüber, super. Abstoß. Oh, 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 Ulrich. Hat nur abprallen lassen. Das macht er normalerweise nicht. Frohloff. Okay, Kasim. Doyle. Rosa. Und keiner geht mit. Casco, okay. Der frische Mittelfeldmann hat einfach mal draufgehalten und einen guten Schuss gemacht. Melo? Ach du Scheiße, der kann auch schießen wie ein Gott. Aufpassen, 68. Minute. Einwurf für uns. Ich denke, das war die richtige Entscheidung, gleich zur Halbzeit neue Spieler zu bringen. Oh, wow, wow, Hermann, wie er sich da durchgesetzt hat. Und jetzt. Oh, schade. Nicht zum Kopfball gekommen. Kasseln. Rosa ballert ruf. Wurde aber abgefälscht. Perez hat den Ball. Jungs, Jungs, holt ihn euch wieder. Super, Frohloff, wie er ihn weggeschubst hat. Ich bin begeistert. Rosa, lauf doch mal. Oh, das gibt's doch nicht. Leute. Oh nein. Oh, was spielt denn der da für eine Vorlage? Die war ja absolut beschissen. Einwurf für uns da geklärt. Müsste Kasim gewesen sein, der da geklärt hat. Also was so Ballbesitz angeht, stehen wir echt nicht so gut da. Aber wir sind halt einfach effektiver. Und so muss es sein. Ulrich lässt den nur wegfausten. Aber, oh, Perez, Perez. Ulrich, nein!
Abseits! Was für ein Glück! Abseits! Das Tor ist nicht gegeben worden. Ich bin begeistert. So muss es sein. Danke dafür, Schiri. Wunderbar. Noch 10 Minuten in der Fußballhölle. Hermann, okay, weiter. Oh, schade. Das wäre gut gewesen, wenn da jetzt noch ein Tor gefallen wäre. Aber egal. Leute, Leute. Nein, 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 nein. Was macht ihr da? Super. Nein, nein. Oh, Ausgleich. Diesmal schützt uns auch kein Abseits mehr. Da ist er da, der Ausgleich. Oh, holt euch die Führung. Ich glaube nicht, dass wir das noch in der kurzen Zeit schaffen. Aber wir werden es probieren. 6 Minuten haben wir noch, plus Nachspielzeit. Los, Leute. Ach doch nicht so. So wie Casco das macht. Mit Einsatz. Oh, oh, hoffentlich ist er nicht verletzt. Okay, ist wieder aufgestanden. Oh, oh, oh. Nein, nein, der kommt nicht. Super. Aubert, auf den ist Verlass. Gut, zu Casco. Oh, doch nicht, du hält er seine Blockfresse einfach dahin, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Nein, dieser Perez schon wieder. Ulrich, mach das, mach doch was. Oh Gott, vorbei, danke. Danke. Nur eine Minute Nachspielzeit. Die ist auch schon vorbei. Es ist ein Unentschieden geworden. Es ist ein Unentschieden geworden. Alter Falter, was ein Spiel. Hin und her, ein 2:2 Unentschieden. Du hast ein paar neue Trainingskarten. Lass die Jungs also schwitzen, damit wir das nächste Spiel gewinnen. Wie sieht's in der Tabelle aus? Da sind wir runtergerutscht. Wir sind nur noch Platz 3. Wir liegen 5 Punkte zurück zum ersten. Das ist nicht gut. Deine Art Fußball scheint gut bei den Leuten anzukommen, Beplay. Wenn jetzt noch die Ergebnisse stimmen, gibt es keinen Grund mehr, sich zu beschweren. Das heißt, im Moment gibt es wohl einen Grund, sich zu beschweren, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Dann schauen wir noch, dass wir hier ordentlich skillen. Und zwar, wie versprochen, nach den richtigen Spielen machen wir die Teamsäulen, sage ich jetzt mal. Manche Spezialkombos geben einem Spieler eine besondere Fähigkeit oder einen besonderen Torjubel, die bzw. den er dann in Spielen einsetzen kann. So, Ulrich, da müssen wir gucken, dass wir irgendwie Sprungkraft noch bekommen. Hüpperei, das ist nett, das ist Hüpperei, das können wir machen. Keine Hüpperei, Passe bringt auch nichts beim Hüppe. Sprinte wird was beim Hüppe bringen, das machen wir dann auch. Random. Dann machen wir random dann. Yep. Okay, Hüpfen ist wieder gut geskillt. Sehr schön, vor allen Dingen auch dann schießen für den Abschlag. Das denke ich ganz praktisch. Gucken wir mal, dass Borges auch ein bisschen was abbekommt. Zwar ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Das brauchen wir dann nicht. Passen ist gut. Spannung. Machen wir das hier mal. Jupp. Sehr schön. Windstärke haben wir kurz vorm Update, sage ich jetzt mal. Gucken, dass wir ihnen hier auch noch ein bisschen was geben. Ja, aber Abwehrkette und so weiter, weiß ich jetzt nicht. Die beiden können wir ihm locker geben, das ist ganz gut. Kriegt das Schießen noch ein bisschen besser. Und auch die Willensstärke erhöht. Das ist gut. Wupp. Das passt mir doch ganz gut. Dann gehen wir nämlich zurück und schauen, dass wir speichern. Machen dann auch einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.